Tach, nackte Tatsachen hier aus vom Festivalgelände. Ja. Wir haben heute mal einen Tag Ruhe einkehren lassen, also in die Ruhe. Vorher sehr ruhig gewesen, auch im Park. Aber ich wollte hier gerade noch was sagen, was so zu den toten Selbstmördern, die gar nicht so tot sind. Ja, es ist egal, ob das juristische Person genannt wird oder sonst irgendwas. Ihr wisst, worum es geht. Es geht um die Person, die ihr sein sollt, auf die man euch einkesselt. Als Kinder hatten wir noch die Fähigkeit, uns multiple wahrzunehmen. Da war noch nicht festgelegt, wer wir waren. Da hatten wir noch keinen festen Bezug zu unserem Namen. Wir haben noch keinen festen Bezug zu unserer Adresse oder in was für einem Haus wir wohnen. Oder ob das Auto vom Nachbarn schicker ist oder wie auch immer. Das ist halt eben das, was sich irgendwann eingeschlichen hat. Und wozu wir irgendwie zu Normschnitzeln geworden sind. Und diese Personen müssen sterben, damit unsere Selbste wieder durch uns sprechen können. Weil ansonsten sprechen die ganze Zeit diese komischen Personen durch uns. Das hört man auch, man muss nur mal zuhören. Und dann ist mir noch durch den Kopf gegangen, das mit dem Ja-Schreien. Ne? War tolle, tolle Idee, das 20 Uhr zu machen. Haben wir jetzt zweimal gemacht. Wir können jetzt in die 2.0-Version davon übergehen. Inspiriert war das Ganze natürlich durch den Film Network. Ja, hier die, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, Szene. Ich mache eure Scheiße nicht mehr mit. Fanden wir aber, war ein bisschen harsch ausgedrückt. Haben wir gedacht, finden wir schönere Möglichkeiten zu schreien und von anderen auf Antwort zu warten. Und dann kam halt eben dieses Ja dazu. Ja, 20 Uhr, aus voller Brust ausgestoßen. Und aus vollem Herzen. Und ja, dann kam gestern aber auch irgendwie so, ne, wie wir es dann im Park gemacht haben, brüllten die Leute ja mit. Und da ging man, ist ja wie auf dem Festival, ne? Wie auf dem Festival, ist ja auf dem Festival, aber ist wie auf dem Festival halt früher, wo 20 Jahre lang die Leute nach einer Frau namens Helga geschrien haben. Ja. Um im Arm Hände Helga, ja, und dann war es halt eben üblich, zu 60.000 Leuten zurückzuschreien. Und ja, das kann man eigentlich genauso machen, da wir jetzt hier im Festivalgelände sind, ne, im ehemaligen Schlachtfeld Erde, jetzt Festivalgelände Erde, hier in Verbindung mit dieser wundervollen Aktion, die uns das alles beschert hat und ermöglicht hat und weiter ermöglicht. Ja, ich mache das jetzt nicht. Ich mache es explizit jetzt nicht, weil ich keine Lust habe, hier drin im Wohnzimmer, während Maria da hinten an ihrem Computer arbeitet, lauthals Ja zu brüllen. Das ist was für draußen. Ne? Machen wir draußen. Und wir scheißen ab hier auf die 8, auf die 20 Uhr. Ja? Und brüllen einfach, wann immer uns da gerade mal nach ist, mal lauthals Ja und gucken, ob irgendjemand mitschreit. Wie bei Helga, wie auf dem Festival gelernt. Kennen, kann man, ne, dafür haben wir 20 Jahre auf jedem Festival gelernt. Und geübt, das können wir jetzt. Machen wir mal mit einem gewissen Sinn dahinter. Und dann, ja. So, nächstes Mal seht ihr mehr von meinem nackigen Astralkörper. Den dicken, fetten Leib, den Herr Georg Beres mir hinterlassen hat. Muss ich jetzt erstmal gucken, wie ich den Schuss kriege. Ja. Er braucht noch ein paar Schutzpanzer. Ja, und ne, ich habe auch vom Herrn Georg Beres die Handynummer übernommen und E-Mail-Adresse, so. Facebook-Seite, YouTube-Kanal. Ja, ne, mit von Herzen, ich bin Jesus Bruder Bauchi. Moment, gucken, wann ich mich auch nochmal umbringe und nochmal vollständig neu definiere. Das ist halt das. Hey,
wo ich gerade hier ein Video mache. Ich habe die Story eben schon mal erzählt, weil sie irgendwie mit dazu gehört, weil es erinnert mich alles an den Fall Dominik. Ich erzähle die Geschichte einfach kurz nochmal. Dominik kam irgendwie vor ein paar Jahren mal zu mir. Er war öfters mal zu Besuch bei uns. Und Dominik war so einer, den wir haben einfach nicht wahrgenommen. Ja, der hatte schwarz gefärbte lange Haare, schwarze Klamotten, Aschfahl darunter, versteckte sich hinter seinem Haarvorhang. Und ich wusste immer, ach, da wo der Schatten ist, kann ich mich nicht hinsetzen auf dem Sofa. Ansonsten habe ich von Dominik nicht viel wahrgenommen. Er hat selten mal was gesagt. Und irgendwann klingelte morgens um 10 ist an der Tür. Und Dominik stand da und sagte, ich schwänze gerade die Schule, aber ich brauche mal jemanden zum Reden, hast du gerade mal Zeit? Und dann fing er an, mir sein Leid zu klagen. Irgendwie Mädel, das dann nichts von ihm wollte und alles, die Liebe und ach, ne, so das übliche Drama, das man so kennt, in seiner Version. Und dann sagte ich so, weißt du, Dominik, ich nehme mich gerade eigentlich das erste Mal richtig wahr. Ich sag, komm aus deinem Schatten raus, spring mal aus deinem Schatten raus. Komm ans Licht, zeig dich mal. Ich sag, ich rufe jetzt einen Kumpel von mir an, der ist Friseur. Gehst du hin, lässt dir von dem netten, adretten Kurzhaarschnitt verpassen. Ich sag, danach gehst du in C&A, kaufst dir eine Jeans, eine blaue und ein Hawaii-Hemd. Ich sag, und dann hast du die Option, morgen zur Schule zu gehen. Erstmal wird dich überhaupt keiner wirklich erkennen. Jedenfalls nicht als den wahrnehmen, den sie heute noch in der Schule vermisst haben. Den werden sie morgen in der Schule auch erstmal vermissen. Sich dann vielleicht ein wenig wundern, wenn du dich einfach auf seinen Platz setzt. Und dann nutz mal die Gelegenheit, dass in dem Moment kein Mensch irgendwas von dir erwarten wird, weil keiner weiß, was er von dir erwarten soll. Und du die Möglichkeit hast, einfach mal genau der zu sein, der du eigentlich gerne wärst. 6 Stunden später steht ein Mensch vor mir in meinem Tattoo-Studio. Ich musste echt dreimal hingucken, um zu sehen, dass das der Dominik war. Der für mich immer wieder ein Beispiel war, genauso wie halt eben jetzt in diesem Moment, dafür, wie jemand in der Lage ist, innerhalb von 6 Stunden durch gewisse Änderungen in seinem Leben eine 180-Grad-Wendung hinzudrehen. Natürlich hat der Dominik zwischendurch seine Rückschritte gehabt und natürlich ist er zwischendurch mal wieder in ein Loch gefallen. Aber wusste ja auch einfach, dass er mich jederzeit einfach wieder anrufen kann und dann haben wir schon dafür gesorgt, dass er aus den Löchern wieder rauskommt. Und Dominik ist heute einer, ja, keine Ahnung, cooler Mensch, muss man mal kennenlernen. Solltest du das hier gerade sehen? Dankeschön. Ja, so viel zum Thema Möglichkeit, sich neu zu definieren. Macht was total Verrücktes, rastet total aus. 8513 gibt uns die Legitimation dazu, das zu tun. Und halt eben die, nicht nur die Legitimation, sondern den Rückhalt. Und je mehr von uns jetzt solche verrückten Sachen machen und dann nicht nur sie machen, sondern sie halt auch wahrgeben, am besten irgendwie Fotos oder Videos davon machen und es dann ab dann auch wirklich wahrnehmen, unbeirrbar. Der hat ein neues Leben für Lau. Aber es kostet diese Überwindung. Es kostet die Überwindung von alten Dingen, sich endlich einfach mal loszusagen. Und wer nicht so ganz glücklich mit sich ist, der sollte sich vielleicht einfach mal umbringen. Wir wissen jetzt, wie das geht, ohne dass man dabei irgendeinen Schaden erleidet. Aber das, was sich dadurch dann danach eröffnet, ist es allemal wert. Namaste, inshallah. Die Zeiten ändern sich gerade und es ist echt schön, dabei zu sein.